Was in der letzten Folge geschah? Mir ist auch gerade eingefallen, weil ich ja mein... Ups. Mein Alucard gebencht habe. Muss ich meinen Dragoran erstmal Fliegen beibringen. Wir werden viel das Pokémon aus der Box holen müssen. Da steht eine Trainerin im Gras, hinter einem Baum, den man zerschneiden muss. Und wir haben hier einen Encounter drin offen. Der beste Encounter von allen! Der beste Encounter von allen! Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Wenn ein Fukano oder Kani kommt, ich fang's mit einem Meisterball. Ich hab's gesagt. Und hier sind wir. Hier sind wir. Ah, Fukano. Ich nenne ihn ja meinen Real-Life-Hund. Wenn du weiblich gewesen wärst, hätte ich dich wieder nach Koyorin benannt, aber du wirst jetzt wie mein richtiger Hund heißen. Für eure Information... Ich habe einen Akita Inu und der heißt Kaito, deshalb habe ich jetzt meinen Fukano, was ich gefangen habe, Kaito genannt. Jetzt kommen wir endlich hierhin. Ich habe es ehrlich gesagt beim Runterfahren nicht bemerkt. Ich habe es nicht bemerkt beim Runterfahren. Da bist du ja Phantas, aber dieses Mal schaffe ich es wirklich. Ich bin den ganzen Weg bis hierher gereist und weiß nun wieder etwas genauer, wo Suikun hin will. Eigentlich würde ich mein Wissen ja für mich behalten, aber von Suikun will ich ganz offen sein. Da will ich dir einen kleinen Hinweis geben, ich weiß ganz genau, wo es ist. Suikun bevorzugt nördliche Ufer und luftige Höhlen. Dort soll man diesem Pokémon angeblich begegnen können. Wo genau das sein soll, weiß ich selbst auch noch nicht. Es wird also ein Wettlauf zwischen uns beiden, wer es zuerst herausfindet. Ich weiß es schon. Und es ist... Ein Kaumalat, was zur Hölle ist hier los? Warum kriegen wir auf einmal so viele gute Encounter? Mir ist ein cooler Drache eingefallen, nach dem ich dich benennen kann. Es gibt ja den Drachen Fafnir. Warte, ich muss kurz meine Mutter anrufen. Tu dies? Können wir den Kampf nicht danach machen? Du schickst einfach nur Level 36 ins Rennen. Wild. Oh Mann, wo kommst du denn plötzlich her? Weißt du jemanden wie dich, wie man jemanden wie dich überlicherweise nennt? Einen Störenfried. Puh, sag mal diesen Orden da. Sind das etwa Arena-Orden aus Johto? Wenn du alle 8 davon besitzt, musst du ja so einiges drauf haben. Klasse, komm mal in die Arena von Azuria City. Ich will nämlich gegen dich kämpfen. Ich bin Misty, die Arena-Leiterin von Azuria City. Und nun zur heutigen Folge. Willkommen zurück, meine verehrten Pokémon-Trainer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Pokémon Soul Silver Randomizer Nuzlocke Challenge. Und im heutigen Part heißt es Arenen bezwingen. Und die erste Arena, mit der ich anfangen möchte, ist Azuria City. Ihr seht, ich habe X-Bart gerade dabei. Das liegt einfach daran, dass ich mir dachte, okay, mit 5 von 6 Pokémon kann ich besser kämpfen als mit 4 von 6. Und klar, ich hätte Scarlet mit reinnehmen können, um Feuer zu covern. Aber ich denke, das passt so. Außerdem habe ich dich fürs Fliegen gebraucht, deshalb habe ich dich auch drin gelassen. Und Doki Bird hat auf jeden Fall die Priorität mit dem Leveln gerade. Weil ich dich so schnell wie möglich Battle Ready haben muss. Da du halt die mächtigste Ergänzung für mein Team bist. Und Fukano werde ich höchstwahrscheinlich im Off trainieren. Weil das wird dann halt wirklich ein ziemlich tedious Ding, nochmal 2 Pokémon auf ungefähr 50 zu grinden. Aber gut. Das hat ja dann bis nächste Woche Zeit für mich. Standpunkt jetzt. Okay, wir gehen rein. Die Wasserarena ist jetzt gefüllt mit Trainern. Und zuerst kriegst du mit mir zu tun. Ich kann nicht mehr lesen. Zuerst kriegst du es mit mir zu tun. So, das ist, was ich sagen wollte. Und er kommt mit einem Grumbull rein. 43. Übrigens, die Arenen, die ich jetzt in Angriff nehme, sind ungefähr auf meinem Level. Alle ein bisschen drüber, aber... Also die Arenaleiter... Aber ich denke, dass ich sie relativ problemlos erledigen dürfte mit meinem Team. Deshalb mache ich mir da jetzt mal nicht zu viele Gedanken.
Okay, eine Kopfnuss. Die hat gezwiebelt. Und wir machen einfach noch ein Fliegen hinterher und die Sache ist erledigt. Genau, ich bin in so einer langen Aufnahmesession gerade. Das ist schon der 5. Part, den ich am Stück aufnehme. Und ich will noch einen 6. Part aufnehmen, weil ich in der kommenden Zeit viel zu viel zu tun habe, als dass es mir erlauben könnte, dazwischen nochmal irgendwo aufzunehmen. Außerdem weiß ich, dass ich es aufschieben würde bis zur letzten Sekunde. Das habe ich natürlich nicht vor. Ich bin ziemlich wahnsinnig, dass ich gerade im Polygon-Set mit meinen Alucard drin geblieben bin, weil du mich jetzt einfach psy-strahlen könntest und die Sache ist erledigt. Okay, danke, dass du Itemsperre machst, statt einfach Psy-Strahl zu feuern. Dann meine ich einfach die Matschbombe und du bist erledigt. Puh. Da habe ich kurz geschlafen. Da habe ich kurz sehr hart geschlafen mit offenen Augen. Das darf doch nicht wahr sein. Doch, ist es aber. So, jetzt haben wir natürlich noch den Kampf gegen den Herrn hier. Ein paar Stunden am Swimmingpool und ich bin wieder taufrisch. Ich würde auch gern mal wieder zu einem Pool gehen oder zum Schwimmbad. Arrbackback. Standoff der Gift-Pokémon hier. Ich habe nur das Gefühl, eins von den beiden Gift-Pokémon ist tatsächlich nützlich. Magensäfte, du wolltest meine nutzlose Fähigkeit negieren? Ernsthaft? Tu dir keinen Zwang an. Aber hat sich erledigt. Das war ein Crit und du bist weg. Und damit haben wir Juggler Forest besiegt. So, jetzt heißt es, ins Wasser hüpfen und die ganzen Trainerinnen besiegen hier. Na, jetzt. Es tut mir leid, dass ich so lange weg war. Lass uns anfangen. Okay, nett, dass du dich bei mir entschuldigst, aber... Weiß nicht wieso. Panferno, cooles Pokémon, das du da hast. Ist überhaupt nicht mein Lieblingsstarter oder so. Ja, der Nahkampf, der hätte so oder so nichts getan, weil ich vierfach resistant bin dagegen. Aber das Fliegen tut auf jeden Fall was, weil du überlebst kein Fliegen von meinem Expert. Und tschüss. Wer hätte gedacht, dass unser Alucard jetzt nochmal so ein kleines Comeback hier feiert. Luftschnitt. Brauche ich nicht, weil ich Fliegen habe. Außerdem habe ich einen etwas höheren Angriff. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Danke, der Kampf war keine Herausforderung. So, nächster Kampf. Beim Schwimmen zählt nicht nur die Geschwindigkeit. Die ästhetische Komponente ist genauso wichtig. Naja, Hilfe. Die kommt nur zur Geltung, wenn du tatsächlich irgendwas machst, in dem das halt notwendig ist. Also Synchronschwimmen oder ähnliches. Ansonsten ist Geschwindigkeit schon so ziemlich alles. Beziehungsweise fast alles. Es geht natürlich um die Technik, weil ansonsten bringt dir viel Geschwindigkeit am Ende des Tages auch nichts. Oh, das war ein wichtiger Crit und Vergiftung hinterher. Wunderbar. Drachentanz, du wolltest wissen. Du willst auf jeden Fall wissen. Ich finde es gut, dass die Trainer hier gerade alle nur ein Pokémon haben. Nach den wirklich letzten zwei Parts, die ja nur aus Trainern mit 3 bis 6 Pokémon im Team bestanden. Eine nette, kleine, willkommene Abwechslung. Eine sehr ästhetische Niederlage, in der Tat. Es war ein Altaria, das einen Drachentanz gemacht hat. Das war in der Tat sehr ästhetisch. Jetzt zittere doch nicht gleich, nur weil ich so famos schwimmen kann. Also, wenn du so viel Eleganz mitbringst, ne? Amaldo. Ihr seid ziemlich Amaldo-Fans hier in Kanto, kann das sein? Vor allen Dingen der Level 65er Amaldo-Typ, der war ja richtig into it. Okay, wir schicken Marine rein. Ich denke, egal was du uns entgegenwirfst, es dürfte dich gut tanken können. Und wir bekommen den Spezialangriffserhöher. Da kommt die Antikraft, mit der habe ich gerechnet. Aber da Amaldo immer noch kein spezielles Mon ist, macht das einfach keinen Schaden. Und wir machen stattdessen Surfer. Und tschüss. Das war gut. Da sind wir davon geschwommen. Level 32 für Dokibird. Du bist fast in Battle Range von den Gegnern hier.
Auf 40 könnte ich tatsächlich Dragoran fast unbedenklich einsetzen. Triplette, von einem Dodri, au. Ja, Eisstrahl macht kurzen Prozess mit Dodri, brauchen wir gar nicht drüber reden, weg. Bam, badam. Nein, ich zittere nicht. Ich bin die Ruhe in Person. Ja, okay. Wenn du es sagst. Oben auf dem Schwimmausguck sitzt Misty. Und wir gönnen uns erstmal einen Hypertrank, beziehungsweise zwei Hypertränke, auf Alucard und Marinette. Und ich denke, den Lead für diesen Kampf, den überlasse ich... Den überlasse ich Roberu. Gönn dir die Einleitung, let's go. Ah, unser Stirnfried. Du magst in Johto vielleicht viele Orden erkämpft haben, aber ich rate dir, mich nicht zu unterschätzen. Meine Wasser-Pokémon haben es drauf. Ich bin gespannt, ob du überhaupt Wasser-Pokémon einsetzt, aber let's go, Pi. 5 Pokémon, das wird ein langer Kampf. Und du fängst mit dem Turnupto an, das ist schon mal gar nicht ungefährlich. Bam, bam, bam. Wir schauen mal, wie viel ein Donnerblitz macht, ob ich dich damit two-shotten kann. Dann kann ich nämlich tatsächlich drin bleiben mit Roberu. Ja, sehr gut. Flammenwurf zwiebelt. Ich war tatsächlich am Überlegen, ob ich Lichtschild einsetzen soll, aber es dürfte nicht zu viel machen. Brand ist natürlich nicht cool. Gar nicht cool. Aber Turnupto ist weg und wir haben auf jeden Fall den ersten Kill für unser hier anführen können. Magbrand als nächstes. Okay, wir müssen raus. Das ist mir zu gefährlich. Das ist buchstäblich zu heiß. Und wir gehen in Marinette. Magbrand kann uns zwar tatsächlich viel Schaden machen, aber wir haben immer noch den Typenvorteil. Bitte sag Spezialangriff. Verdammt. Flammenwurf darf nicht wenig Schaden machen hier an dem Punkt, weil ansonsten bin ich von Magbrand enttäuscht. Gut, das ist ungefähr, was ich erwartet habe. Wir machen einen Surfer und das... Ich hoffe, es reicht. Nein, es reicht nicht. Gefährlich, gefährlich. Gut, okay. Mach sehr gerne eine Top-Genesung. Ich hätte natürlich jetzt auch eine werfen können für meinen Elevoltec im Hintergrund. Aber mir war es wichtiger, dass ich Magbrand in Kill-Range bekomme. Und so können wir es jetzt aus dem Leben feuern oder beziehungsweise wassern. Gut, damit haben wir das Kanonenrohr besiegt. Mogelbaum, okay. Vor dir fürchte ich mich jetzt nicht so sehr. Was ich jetzt tun werde ist, ich gehe in mein Hideyoshi, weil du die höchste natürliche Verteidigung hast hier. Du setzt Hammerarm ein? Damit habe ich nicht gerechnet. Einen Gesteinsangriff? Ja, aber nicht mit Hammerarm. Wir gehen in Kaskade rein. Hoffen auf einen Zurückschrecken, falls es überlebt. Nein, kein Zurückschrecken. Ich meine, ich überlebe garantiert den Hammerarm. Ja, das war mir klar. Du hast mehr Schaden gemacht, gerade eben sehr viel mehr Schaden, als ich sehen wollte. Aber wir haben auf jeden Fall auch den Killer am Mogelbaum. Wir haben noch nicht mal das höchstgelevelte Pokémon von ihr gesehen. Das heißt, die größte Gefahr, die steht potenziell noch im Raum. Loki Bird erreicht Level 33 und versucht Nachtschweif zu erlernen. Das darfst du sehr gerne. Kaskade ist zwar besser, aber ich will mich mal nicht beschweren. Ding. Ampharos. Okay. Das ist dein höchstes Pokémon. Wir werfen jetzt die erste Heilung. Ich meine, wir dürfen ja viermal heilen insgesamt. Wir werfen die erste Heilung auf Hideyoshi. Damit wir potenziell aus einer Gefahrenzone von Ampharos rauskommen. Ladungsstoß. Du wirst wahrscheinlich so 60 Schaden machen, wenn ich jetzt schätzen dürfte. Nein! Nein, das hast du gerade nicht getan.
Okay, Lichtschild ist gut für uns, weil ich sowieso physisch angreife. Das war mir so klar. Es war mir so klar. RNG mag mich nicht. Okay. Ich bitte um einen Crit, einfach nur als Gerechtigkeitsausgleich. Natürlich nicht. Ich muss aber tatsächlich hier Top-Genesung werfen. Unsere zweite Heilung von 4. Ich wollte eigentlich eine Top-Genesung auf Roboru werfen. Problem ist nur, Hideyoshi hat ja dann doch gerade Probleme, die ich nicht ignorieren kann. Ein Problem ist halt, dass ein potenzieller Crit Hideyoshi besiegt hätte und das hätte ich nicht gutheißen können. Egal, Ampharos ist garantiert down. Und damit haben wir nur noch einen Gegner. Und es ist Starmie. Oh, das ist tatsächlich dein Ace-Pokémon. Unglaublich. Gar nicht mal so übel. Jetzt bin ich gespannt, ob du Stärke überleben würdest. Das ist jetzt Sternschaden. Why? Why? Du kannst Hydro-Pumbo oder Donnerblitz oder Psychokinese einsetzen. Warum setzt du freaking Sternschau ein? Du hast überlebt. Du warst doch nur mehr als ein gewöhnlicher Störenfried. In der Tat war ich das. Okay. Du kannst gerne noch eine Top-Genesung werfen, aber Finte müsste dich besiegen. Es reicht nicht. Und noch eine. Du hast gerade dreimal geheilt in dem Kampf. Du folgst ja komplett meinem eigenen Regelwerk hier. Ich dürfte jetzt einfach noch 4 weitere Male heilen dank dir, wenn ich wollen würde. Nun gut. Wir haben aber jetzt endgültig den Kampf beendet. Und wir haben Starmie besiegt. Und damit auch Misty. Ich bin an meine Grenzen gestoßen. Ich auch ein bisschen. Mann, du bist wirklich gut. Ich gebe es offen zu. Du hast wirklich einiges an Talent. Hier hast du den Quellenorden. Den Quellorden, nicht Quellenorden. Oh, noch etwas. Hier behalte das als Andenken an unseren Kampf. Das war, glaube ich, Aquawelle normalerweise. Darum findest du Kosmikkraft. Manchmal können deine Pokémon mit dieser Attacke ihren Gegner verwirren. Ja, ist Aquawelle. Du hast dich von Johto bisher durchgekämpft. Ich bin mir sicher, dass du sie zu deinem Vorteil einsetzen wirst. Also, wenn man eigentlich bedenkt, ab wann man hier Aquawelle bekommt, ist das ziemlich langweilig. Bam, 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 bam. Okay, das war auf jeden Fall ein ziemlich interessanter erster Arena-Kampf für heute. Und wir haben noch mindestens einen weiteren vor uns. Jetzt gehen wir erstmal heilen und wir sehen uns gleich in der nächsten Arena wieder. Bis gleich. Okay Leute, Fuchsania City. Ich habe ja gesagt, wir wollen die Stadt mal erkunden. Das machen wir tatsächlich aber erst im Nachgang. Also nicht heute, sondern im Nachgang. Und zwar haben wir jetzt was ganz anderes vor uns, nämlich die Arena. Die Arena wird von unsichtbaren Wänden begleitet. Und hat ein interessantes Gimmick. Und zwar seht ihr, dass alle Trainer hier identisch aussehen. Das liegt daran, dass alle Trainer hier die Arenaleiterin nachahmen, um den Spieler in Kämpfe reinzulocken. Und ich finde, das ist eigentlich ein nettes Gimmick. Aber ich kann euch sagen, ich habe schon viel zu oft die falsche erste Trainerin angesprochen. Beziehungsweise zweite, nicht erste. Und habe dafür gesorgt, dass ich direkt die Arena-Leiterin gefunden habe. Das wollte ich nicht. Ich bin Janina, aber woher wusstest du das? Egal, es wird gekämpft. Angeschmiert. Ich weiß ungefähr, wo sie sich befindet. Deshalb versuche ich das nicht als erstes anzuklicken, sondern stattdessen halt alle anderen als erstes zu machen. Wir wollen natürlich keine XP auf dem Weg liegen lassen. Ihr kennt mich ja. Insbesondere, weil Doki Bird im Hintergrund gefüttert werden möchte. Und Roboru erreicht Level 52 problemlos mit einem wunderschönen One-Shot an Amoroso. Und du möchtest Kreideschrei lernen? Nee. Nee, Lichtschild ist mir lieber als Kreideschrei tatsächlich. Mist, ich wollte doch gewinnen.
Wenn ich diese Kleidung trage, fühle ich mich gleich viel stärker. Das ist eine andere Form von Imposter-Syndrom. Okay, hahaha, ganz genau, ich bin die echte Janina. Ja, natürlich bist du das. Enteron! So, wir machen auch hiermit kurz einen Prozess. Ich finde es lustig, dass wir jetzt schon zwei Wassertrainer hintereinander hatten. Mal sehen, ob wir noch einen dritten bekommen und damit einen Hattrick. Doki Bird erreicht Level 34. Wundervoll. Eine Naturgewalt, die sich da im Hintergrund aufbahnt. Ja, ich bin ein Mann, ne? Und dürfen sich Männer etwa nicht als Janina verkleiden? Tut dir keinen Zwang an, Mate. Ich bin Janina, die Arenaleiterin. Von wegen reingefallen. Ah, Mann, ist das ein Spaß. Ja. Wie gesagt, ich bin immer schnurstracks zu der echten gelaufen, weil ich dachte, dass dies ja nicht sein kann, aber ja. Gut, dass wir das relativ gut abklappern gerade. Papunga. Dadurch, dass du so viele Pokémon hast, sind die wahrscheinlich alle auf Level 41, würde ich jetzt mal annehmen. Und wenn ja, nein, ich sag nicht nein zu den XP im Hintergrund, aber ach, 45, never mind, ich habe nichts gesagt. Luxra ist zwar nicht so schwer, aber Fußkick dürfte trotzdem, fast die Hälfte. Ich wollte gerade sagen, dürfte trotzdem die Hälfte machen, aber knapp dran, knapp dran. Und ja, nächsten Zug machen wir dich mit Ruckzuckieb im Idealfall fertig, wenn wir durch die Angeberei durchkommen. Bam, 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 bam. Natürlich nicht, natürlich nicht. Uff. Uff, war das Schaden durch die Angeberei. Wir wechseln aus. Ja, du dürfst keine Verfolgung haben. Ich gehe natürlich in das Pokémon, das am ehesten getroffen werden kann von Donnerzahn, aber so oder so, ich überlebe alles. Und wir machen einfach eine Matschbombe und weg. Boom. So, jetzt bin ich gespannt, was ist dein letztes Pokémon? Ein Porenta. Mensch, da hätte ich Oberu auch gerne wieder im Rennen gehabt, aber das Risiko wollte ich natürlich nicht eingehen. Okay, ich wollte gerade sagen, ist das kein One-Shot, aber es ist ein One-Shot. Ein One-Shot der anderen Art. Ba, 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 ba. Und tschüss. Brenders Ruf ist so toll. Das war Esteban. Gib's zu, ich hatte dich fast so weit. Nein? Das ist mein Roboruf fast so weit. Janina ist mein Vorbild. Es macht mir viel Spaß, mich als sie zu verkleiden. Ich freue mich, dass ihr alle so Cosplay-Enthusiasten hier seid. So, als nächstes haben wir noch zwei offen. Und ich hoffe mal, dass ich die falsche als nächstes erwische. Damit wir die maximalen XP hier bekommen. Hey, tut mir leid, aber das stimmt nicht. Nein, ich nehme dich nur auf den Arm. Ich bin es wirklich. Ich bin Janina, die Arenaleiterin von Fuxania City. Verdammt! Verdammt! Forest. Okay, Forest. Du setzt Markbrand als erstes ein. Wir haben schon wieder Standoff. Markbrand gegen Elevoltec hier. Wir haben aber natürlich den guten Vorteil, dass wir ein bisschen stärker sind vom Level her. Ja, Janina hat, warum auch immer, obwohl man sie so spät erreicht, ein niedrigeres Level als Misty, Bob und die andere Arena-Leiterin, die wir dann auch noch vor uns haben. Die ich aber heute wahrscheinlich nicht mehr machen werde in dem Part. Und damit ist Markbrand Geschichte, jawohl. Mammute, gefährlich. Oh. Ich kann natürlich jetzt in Marine wechseln. Ne, wir gehen in Hideyoshi. Der Grund ist, Mammutel kann halt fast alles von mir effektiv treffen. Hideyoshi kann es aber egal wie nur neutral treffen. Selbst mit Erdbeben.
Und Erdbeben wird zwar wahrscheinlich viel Schaden machen, aber ich denke, ich kann es besser wegstecken hier als mit anderen. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Dann machen wir eine Kaskade und hoffen auf einen Flinch. Two-Shot allemal. Hätte ich das gewusst, hätte ich Hammerarm gemacht. Dann hätten wir den nämlich garantiert one-shotted. Aber gut, du wirst dich jetzt heilen, nicht wahr? Jawohl. Und das nutze ich für einen Hammerarm. Und natürlich geht Hammerarm daneben. Egal. Ändert jetzt nichts am Endergebnis. Und GG. Cookie Bird erreicht Level 35. Jawohl. Slimog. Ich brauche für Slimog erstmal nicht heilen. Da mache ich erstmal eine Stärke. Im besten aller Fälle kann ich dich töten in der Range. Jawohl. Oh, der Crit könnte gemattert haben. Und Kokowai. Da brauche ich auch noch nichts machen. Kokowai dürfte auch nicht in der Lage sein, mich zu one-shotten in der Range. Machen wir Finte. Ich habe nichts gesagt, du hast Blättersturm. Gut, dass du verfehlt hast. Er hat kurz ein bisschen gechoked. Weil ich komplett vergessen habe, dass du ja auch tatsächlich gute Angriffe beherrschen kannst. Okay, wir heilen Hideyoshi, weil das hätte schief gehen können. Wir hätten jetzt Hideyoshi verlieren können, legit. Und selbst wenn du jetzt zweimal Blättersturm treffen solltest, würdest du mich nicht killen können damit, weil du jetzt minus zwei mit Blättersturm gehst. Das war kein Crit. Egal. Wir haben ja trotzdem noch eine Heilung. Und du bist jetzt minus 2. Das heißt, selbst wenn du critten solltest... Boah, das ist gefährlich. Das ist viel zu gefährlich. Holzhammer. Okay, wild. Du hast Holzhammer und Blättersturm auf deinen Kokowai. Das ist interessant. Übrigens 2 von 4. Also Highlight-Items. Weil sie hat sich ja einmal selber geheilt. Und Level 52. Sidra King. Boah, ich hoffe, du hast saumselig. Jawohl. Okay. Bomben wir mit Stärke weg. Und du setzt Agilität ein und gleichst damit deine Saumseligkeit aus. Puh. Janina, du bist tatsächlich gerade kein Pushover. Oh, oh. Hydropumpe macht Aua. Ich hoffe aber nicht zu viel. Okay, es geht. Das geht. So, Sidra King ist vom Feld. Und jetzt haben wir als letztes einen Knuddeluff. Das ist fast schon eine Beleidigung. Du magst meinen Kampfstil? Mein Kampfstil bestand gerade einfach nur aus Brute-Forcing. Und das Knuddeluff dürfte Hammerarm unter keinen Umständen überleben. Jawohl. Und wir haben Janina besiegt und damit zwei Orden in einem Part gemacht. Das gefällt mir. Du bist stark. Ich sehe schon, du hast also selbst Koga von den Top 4 besiegt, mein Vater. Ha, du kamst mir gleich so stark vor. Ich erkenne meine Niederlage an. Hier, nimm den Seelenorden. Übrigens, Fun Fact für die Leute, die es nicht wussten. Seelenorden und Sumpforden wurden fälschlich benannt, weil eigentlich sollte der Seelenorden an Saffronia City gehen und der Sumpforden an Fuxania City. Sie haben es aber falsch rum gemacht. Du bist stark, ich habe hier ein ganz besonderes Geschenk für dich. Diese Attacke nennt sich Lehmbrühe und kann deinen Gegner vergiften. Eigentlich Matschbombe. Ich werde noch viel mehr trainieren und stärker werden. Nochmal möchte ich nicht gegen dich oder meinen Vater verlieren müssen. Nette Einstellung. Egal, wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal durch mit zwei Arenen für heute. Und ich denke, das ist auf jeden Fall solide für diesen Part. Im nächsten Part werde ich höchstwahrscheinlich noch eine weitere Arena mitnehmen. Und ja, wir sehen uns bis dahin. Oh, ja, wir sehen uns bis dahin, natürlich. Wir sehen uns und bis dahin, macht's gut.